Hi! Wir waren endlich wieder bei Tokyo Hotel. Und zwar auf ihrem Abschlusskonzert von der Dream Machine Europa Tour. Aber wir waren komplett ohne Upgrade. Warum hatten wir denn jetzt aber kein Upgrade, die Tour? Wir hatten nicht nur kein Upgrade, sondern wir hatten sogar nur ein Konzert, was total untypisch für uns ist, weil wir sonst mindestens jedes Deutschlandkonzert mitnehmen. Wir haben uns einfach nach der letzten Tour auch nochmal die Frage gestellt, 1000 Euro für Tokyo Hotel, lohnt sich das? Die Frage können wir, um schon mal zu spoilern, immer noch klar mit Ja beantworten, aber... Und da gibt es einfach verschiedene Punkte, die wir jetzt einfach mal ansprechen wollten. Und unser erster Punkt ist das Foto. Also man geht ja in das Upgrade mit einer gewissen Erwartung. Und eine Leistung davon ist das Foto. Und das ist so die Erinnerung schlechthin. Also genau, also wir sprechen jetzt vom professionellen Foto. Genau, weil das ist eigentlich in jedem Upgrade. Ja, und da hatten wir halt ziemlich viel Pech. Also die Fotos sind schön geworden an sich. Aber nachdem wir ja mehrere hatten, hatten wir einen Vergleich und das war halt dann nicht ganz so professionell, wie wir uns das erhofft hatten. Genau, weil wir in manchen Städten einfach das Problem hatten, dass gefühlt unsere Selfies mit der Handy-Frontkamera einfach, ja, gefühlt wirklich besser waren qualitativ. Und da denkt man sich dann schon, professionelles Foto, das ist es jetzt. Also ich meine, es ist halt so eine... dann in dem Fall eine Glückssache und es dürfte es nicht sein für eine Leistung, für die man einen festen Preis im Vorfeld bezahlt. Dann dürfte es vor allem halt auch keine Unterschiede geben. Aber da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt und zwar Organisation durch das Unternehmen Treehouse. Denn es ist dann ja auch so eine Sache, wie geht man mit solchen Problemen um? Also wenn man sich dann an das Unternehmen Treehouse wendet und da mit dem Foto zum Beispiel. Und da war es halt in unserem Fall so, dass es leider da jetzt wenig Verständnis gab. Ja, und also Fehler jetzt auch nicht so eingestanden. Genau, es wurden keine Qualitätsunterschiede festgestellt, was bei einem doppelt so großen Foto mir nicht ganz nachvollziehbar ist, wie man das nicht verstehen kann, wenn es halt auch so ausgeführt wird, aber okay. Aber es ist halt allgemein so ein bisschen wie scheinbar, also wir sprechen ja jetzt nicht nur von uns, sondern man unterhält sich ja auch, aber es ist so, und man sieht auch auf Twitter viel, ja, vor allem da. Wie das Unternehmen mit solchen Dingen umgeht. Also es ist eher so die Methode, wir kehren es unter den Teppich. Ja, also es ist völlig okay, natürlich, das ist ein Startup-Unternehmen, das muss man einfach nochmal anmerken, die machen es noch nicht lang. Und dafür ja schon ganz okay, so, aber... Ja, und in was für Dimensionen? Eben, oh, absolut. Nur es ist halt so eine Sache, Fehler zu machen und das andere ist halt, wie man damit umgeht. Was auch mit der Organisation zu tun hat, ist der Ticketkauf an sich, oh, der ja auch diesmal wieder ein totales Chaos war. Was uns jetzt nicht betroffen hat, weil wir schon vorher wussten, wir wollen kein Upgrade. Wir hätten uns aber sogar noch Upgrades kaufen können, als wir uns unser normales Ticket für Berlin dort gekauft haben. Weil einfach viele vor uns nicht bezahlen konnten, weil sie keine Kreditkarte haben und das dann spontan irgendwie ausgefallen ist, dass man mit PayPal oder so bezahlt. Wo man das natürlich sagen kann, so ein Serverausfall kann mal vorkommen. Allerdings haben wir des Öfteren jetzt schon auf der Seite von Treehouse gekauft. Eben zu jeder Tour, Billy Tour, Tokyo Hotel Touren. Und es war noch nie ein schönes Erlebnis. Also das ist wirklich Krieg. Das ist der Albtraum. Der wird nicht der Traum war, sondern der Albtraum. Genau. Nicht umsonst wurde bei der letzten Tour das Ganze an Halloween verkauft. Ja, also sie haben es ganz gut gemacht mit dieser Kö, mit diesem System an sich. Genau. Es ist ein bisschen Glücksspiel, auch hier wieder. Ja. Vielleicht sollten sie das Motto umändern in No Risk, No Fun. Genau, schon once in a lifetime experience, einfach Treehouse Ticketing, no risk, no fun. Das wäre dann mit Humor.
Wir haben uns damals für die Billy-Tour, da hat es ja ewig, das war ein Chaos. Ich meine, klar, da war das alles noch neu und so, aber da waren wir dann am Telefon, um das zu organisieren. Wir haben 21 Stunden lang telefoniert, weil wir auch wirklich so lange da gesessen haben, bis wir unsere Tickets hatten. Und ja. Also daraus haben sie gelernt, nach der Billy-Tour kam dann eben dieses Kühlsystem, aber das ist halt einfach Glücksspiel. Das ist aber auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil und das hat man auch dann bis die Tour gestartet ist, auch schon längst wieder vergessen. Ja. Organisatorisch ist aber auch anzumerken, wie läuft das Event ab und ja. Also als, wenn man Kings of Suburbia hat, dann wird man wirklich gut behandelt, also sehr Hammer, gut. Man hat sein Getränk, man kann seine Sachen abgeben, also man wird schon gepampert an dem Tag. Ja. Und ja. Fühlt sich da eigentlich schon wohl und gut und hat immer einen Ansprechpartner einfach da, der auch versucht, auf die Bedürfnisse einzugehen. Ja. Ja, jetzt ist halt dann die Frage, welche Leistungen werden angeboten und welche werden erfüllt. Da ist es so, dass wir uns eben auch unterhalten haben mit einigen Fans und auch selber so das Gefühl haben, dass eben nicht die komplette Leistung so eingehalten wird. Also das heißt jetzt so eine Komponente wie die Bühnenführung, die noch nie irgendwie jemand mitgemacht hat. Hattest du schon mal eine Bühnenführung? Weil das würde mich wirklich interessieren. Ja, ich kenne keine. Auf die Bühnenführung. Ja, wirklich. Also das steht bei dem Kings of Suburbia Package mit drin, aber irgendwie, ich habe von noch keinem gehört, dass er eine Bühnenführung hat. Ja. Oder war der Gang hinter die Bühne dann auf die Bühne für den Song die Bühnenführung? Vielleicht. Aber das ist ja keine Bühnenführung. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten, wo man sich fragt, okay, warum ist das eine Leistung, die mit drin steht und warum kriege ich es heute besser als auf anderen Konzerten? Ja, auch genau. So ein organisatorisches Ding. Wo wir beim nächsten Punkt wären, der irgendwie auch mit der Organisation zu tun hat, und zwar der Faktor Zeit. Zeit ist auch bei uns ein ganz großes Thema und ein großes Problem, deswegen wir mussten jetzt auschecken und haben jetzt ein anderes Setting. Allerdings soll es hier jetzt nicht um uns gehen, sondern um die Zeit mit der Band und die Zeit in Bezug auf Treehouse-Ticketing. Und damit würden wir jetzt mal anfangen. Genau. Es geht nämlich schon darum, das Zeitmanagement zum Einlass. Ja, gut, da ist es normal bei Konzerten, dass es immer sich alles irgendwie verschiebt und so weiter. Und sie kriegen es auch ganz gut hin mittlerweile. Oder ja, mal so, mal ja. So. Es sind also viele Faktoren. Aber es ist halt Stunde einfach. Drüber ist schon meistens drin. Genau, und da ist es dann einfach ärgerlich, wenn man halt so ein Early Entry hat. Klar ist man früher dann als die anderen, aber halt 10 Minuten länger im Regen stehen, ist halt schon einfach ärgerlich, wenn man dann noch sein Foto machen möchte. Auch wieder so ein Glücksspiel. Mal wartest du länger, mal nicht ganz so lang, aber du wartest auf jeden Fall immer. Ja. Aber was viel wichtiger ist, ist eigentlich Zeit mit der Band, weil mir persönlich geht es eigentlich darum. Also klar, das Foto ist ein Punkt und war jetzt auch ein ärgerlicher Punkt bei uns, aber wenn ich dafür dann einen schönen Moment einfach mit der Band habe, ja, ist auch der Faktor Zeit wieder wichtig. Genau. Und deswegen war jetzt für uns eigentlich, dass wir sagen, diese mittleren Upgrades nenne ich es jetzt mal, wo also, man, kann man sich auch holen, aber wäre es jetzt mir nicht mehr ganz so wert, wie eben dann die größeren Upgrades, wo man einfach dann nochmal in einem kleineren Rahmen Zeit hat mit der Band. Weil ansonsten geht es halt dann doch recht flott durch. Mit genau, also es kommt bei da halt immer auch drauf an, natürlich, was du möchtest. Ich würde jetzt nicht sagen, holt euch nur einen Kings of Suburbia, wenn ihr eine schöne Zeit mit der Band haben wollt. Aber wenn euch das Thema Zeit wichtig ist, dann ist das wirklich das Beste. Weil bei den anderen Packages ist es halt wirklich nur das Foto und das Q&A, was super spannend ist. Aber du hast halt keine Zeit, einen Moment zu erleben, weil das Foto wirklich dann zack, 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 Massenabfertigung. Wo ich mich frage, bei anderen Künstlern geht's halt auch. Also wir hören in anderen Fandoms immer irgendwie schönere Momente einfach. Ja. Diese Offenheit dann und es wird sich einfach Zeit genommen für den Einzelnen. Ist die Frage, wenn das jetzt bei Tokyo Hotel so krass getaktet ist, ob man dann nicht einfach mal sagen sollte, okay, dann zahlt ein bisschen mehr. Aber ihr kriegt auch ein bisschen mehr Zeit dafür, damit sich das halt auch wirklich wieder lohnt. Wo wir auch beim nächsten Punkt wären, und zwar Geld. Thema Geld ist sehr leidig und wir wollen auch gar nicht darüber reden, wer kann sich wie viel leisten und warum und wer gönnt es wem. Es ist darum soll es wirklich überhaupt nicht gehen, sondern wir sehen das Thema Geld jetzt einfach im Vergleich zu den verschiedenen Touren der Band selber
oder auch eben im Vergleich zu anderen Künstlern, die ähnliche Leistungen anbieten für ihre Konzerte. Also ich finde, es ist eine Dienstleistung, für die man keinen Wert richtig festsetzen kann. Aber wenn es andere günstiger anbieten können und dafür mehr leisten, dann fragt man sich schon, okay, aber kann ich dann nicht wenigstens für mehr Geld das Gleiche leisten? Genau. Das ist so total schwierig und das steckt man auch in der Kalkulation nicht drin. Und deswegen natürlich sagen wir auch eben, 1000 Euro für Tokyo Hotel, lohnt sich das? Ja. Aber? Wenn man sich halt vorher dessen bewusst ist, was einen erwartet und sich auch klar macht, was erwarte ich mir. Und dann kann ich das für mich entscheiden, ob es mir das wert ist. So, und das war jetzt alles sehr negativ. Eigentlich ja nicht. Also, ich würde jetzt niemandem abraten davon. Nee, immer noch nicht, nein. Und die ganzen Punkte sind aber eigentlich gar nicht so wichtig, wenn die Attitude der Band stimmt. No second chance. Ja, denn all diese Punkte könnte eigentlich nur noch die Band auffangen an sich. Und ja, wahrscheinlich ist es zu viel verlangt. Also, weil sie haben einfach einen engen Zeitplan, viel zu tun und sind in erster Linie ja Musiker und nicht Alleinunterhalter. Ist jetzt auch falsch, eigentlich sind sie Unterhalter, aber halt... Gerade eben, wenn man sagt, ich gebe euch die Möglichkeit, ich biete diese Dienstleistung an, trefft mich... Macht Fotos mit mir, wir können kurz quatschen. Deswegen sind sie in dem Moment, während sie Meet and Greets machen, sind sie keine Musiker. Also sie sind immer noch Musiker. Aber in dem Fall werden sie eben wahrgenommen als, ja, irgendwie auch Unterhalter, Alleinunterhalter. Und dann ist es natürlich so, dass sie vom Charakter her, das haben wir auch schon mit dem Produzenten von Hinter die Welt, mit dem Oliver Schwabe, ja auch schon gut rausgearbeitet. Das hat auch er als Außenstehender sagen konnte, bei einem Bill ist es einfach so, wenn man auf ihn zugeht, man muss auf ihn zugehen und dann bekommt man auch immer was zurück. Was halt schwierig ist, wieder Thema Zeit, weil sich natürlich bei dem Upgrade vor allem um Bill alle versammeln. Er kann es eigentlich gar nicht allen recht machen. Ja. Und bei der restlichen Band, also die Gs, sind halt auch bei ihm, merkt man so den Magdeburger, die sind auch schon, die sind auch mit denen, das ist schön, sure, das macht Spaß, das ja ist super. Und bei Tom, er ist halt sehr eigen für sich und versteht, glaube ich, auch den ganzen Hype um ihn nicht. Er ist in erster Linie Musiker. Genau. Und das ist auch total cool. Also das ist auch total faszinierend. Genau. Und man muss da halt einfach den Draht finden. Also ich weiß, in Mailand haben wir uns super mit ihm unterhalten, mhm, über Musik. Ja. Ja. Und das ist es aber einfach, es ist halt von der Attitude her, es ist halt immer die Frage, sind es Menschen, die einfach mit so viel Input klarkommen? Und das ist der Punkt. Sie sind ja nicht antisocial. Also nee, sie sind ja total nett und offen auch. Aber wenn halt so viel Input kommt und so viele Fans und gerade auf so wenig Fotomoment, Zeit, dieses zack, zack, jetzt kommt der nächste, sie können sich nicht da so schnell irgendwie öffnen. Also man fühlt sich nicht so wahrgenommen. Ja, was also, halt bei anderen Künstlern anders ist, aber die halt dann auch einfach sagen, ich biete das an, aber irgendwie in einem kleineren Rahmen einfach so, dass ich als Künstler für mich weiß, ich kann jetzt jedem Fan gerecht werden. Da ist jetzt unser Fazit draus einfach nur, dass sie vielleicht selber für sich mal schauen könnten, ob es in der Masse Sinn macht, Meet & Greets anzubieten oder ob da nicht irgendwie Qualität vor Quantität geht. Was auch zu meinem Fazit gehört ist, ich würde mir wieder so ein Upgrade kaufen, aber eben jetzt nicht bei der Tour, weil ich bei der Tour speziell jetzt schon hatte und es mir einfach noch von der letzten Tour her einfach so ein paar Punkte waren. Da ging es dann auch um extra Wünsche, die man angeblich hatte. Einfach so ein paar persönliche Punkte. Ja, dass ich sage, muss jetzt nicht, musste jetzt einfach nicht sein, hat sich jetzt gut angefühlt, weil sie machen ja super Konzerte. Genau, und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Was halt auch immer, was auch auf Twitter ein großes Thema ist, einfach so, Leute, genießt die Konzerte. Es ist wundervoll, dass man die Band hinterher noch treffen kann oder auch vorher. Aber letztlich merken wir es ja auch immer, wir hatten viel Spaß, obwohl wir kein
Also dieses, dass man das schon so sagen muss, obwohl wir kein Meet and Greet hatten. Es war einfach schön, es war ein cooles Erlebnis. Die Jungs machen klasse Musik, klasse Konzerte, die können das super umsetzen. Und eine geile Bühnenshow. Mega. Und es macht einfach Riesenspaß. Also jedem empfehlen wir Konzerte, Upgrades auch, aber mit Bedacht. Kleiner Nachtrag, wir waren gerade noch was essen und haben nebenbei so ein bisschen auf Twitter geschaut, wie denn die Fans des Konzerts und vor allem auch die Meet and Greets wahrgenommen haben und sind da auf was gestoßen, was uns bestätigt hat nochmal darin, zu sagen, okay, dieses Mal kein Upgrade. Ja, und zwar war es ja so, dass, wie in Berlin ja eigentlich meistens der Fall, dass die Band sich Freunde und Familie noch eingeladen hat und dann mit denen natürlich danach dann auch noch feiern wollte. Gerade Tourende war das eigentlich eh vorhersehbar. Und was einige befürchtet hatten, ist dann wohl auch eingetreten, so wie man es jetzt mitbekommt. Und zwar hatten einige Fans wohl das Gefühl, dass eben das Meet and Greet nicht ganz so von der Qualität her so war, wie man sich's vorstellen konnte oder sollte, wie es halt sonst war. Und auch Fans eben, die schon andere Meet and Greets erlebt hatten. Und das ist genau eben dieser Punkt, wo wir sagen, es ist so ein Glücksspiel. Ja, ganz genau. Also deshalb plädieren wir, Treehouse ändert euren Slogan. No risk, no fun. Alles in allem, was uns jetzt aber noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ist einfach, wenn du das Konzert nicht gut fandest, wenn dir irgendwas nicht gepasst hat, dann ist es einfach legitim, wenn du das so empfunden hast. Und dann schäme dich nicht dafür, das bitte auch zu schreiben, weil wir uns jetzt auch nochmal mit eingemischt haben in eine Diskussion, weil da ging es eben darum, sag doch nichts gegen die Jungs, weil ihr liebt sie doch trotzdem. Aber bei aller Fanliebe, wenn wir nicht sagen, was eben nicht passt, wie soll sich dieser VIP-Service dann verbessern? Genau, und das war nämlich bei uns auch ein Punkt, wir haben überlegt, machen wir dieses Video oder nicht? Und irgendwie dachten wir, ja, ist eine Plattform, können wir nutzen und uns einfach austauschen. Weil es ist ja auch umso schöner, wenn du gute Erfahrungen gemacht hast. Auch das teilt man doch super gerne. Also deswegen, Mund aufmachen, wir hören zu. Wir hören zu und ich hoffe, Treehouse tut es auch. Jetzt erzähl du uns mal, übertreiben wir? oder siehst du es ähnlich oder hattest du da noch gar keine Erfahrung damit? Also es wäre cool, wenn man da einfach so einen Austausch hätte, weil wir natürlich auch offen Kritikpunkte annehmen. Genau, es ist ja eine total subjektive Sache. Ja. Und ich möchte da auch niemanden großartig beeinflussen, kann ich auch gar nicht. Nee. Aber wir wollen einfach nur unsere Meinung, unsere Geschichte erzählen und sind jetzt gespannt, was du dazu sagst. Genau. Dann wünschen wir dir jetzt noch ganz viel Spaß auf unserem Kanal. Wenn du sehen möchtest, wie unser letztes COS-Upgrade war, dann haben wir hier nochmal unser Video aus Mailand verlinkt. Wenn du dich aber für andere Künstler interessierst, dann schau unbedingt nochmal bei den Lochis vorbei. Auch die machen Upgrades. Wir haben mit ihnen mal gesprochen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Oder beim nächsten Konzert. Genau. Das ist ganz schön voll.